Hallöchen ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei mir auf meinem Kanal. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Ich habe wieder einen weiteren Adventskalender für euch und zwar diesmal den Trend It Up Adventskalender von DM, Eigenmarke. Ich möchte den jetzt mit euch gemeinsam komplett auspacken. Wir gucken mal rein, ob der sich dieses Jahr lohnt und falls ihr Lust habt, mit mir reinzuluschern, dann bleibt dran. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. This year it's just gonna be you and me, hang by the fire and chill. Ich starte wie immer, falls ihr es noch nicht getan habt oder ihr neu hier seid auf meinem Kanal. Ich würde mich riesig über ein Däumchen nach oben freuen und ihr dürft auch gerne kostenfrei meinen Kanal abonnieren. Ja, der Trend It Up Adventskalender, da habe ich mich besonders drauf gefreut. Der ist nämlich immer mal gut, mal nicht so gut. Ich bin gespannt, wie der dieses Jahr ist. Rein optisch sieht der schon mal sehr schön aus. Den gibt es bei DM online, kostet 27,95 und das sind 24 Türchen. 1,16 Euro pro Türchen. Ich muss gerade noch mal gucken. Das ist ein Wegwerf-Adventskalender. Das heißt, wir haben hier Aufreißtürchen und der fliegt danach sozusagen in den Müll. Also den kann man nicht wiederverwenden. Und genau, wir machen den jetzt mal gemeinsam auf und gucken mal rein, was der so mit sich bringt. Ich würde sagen, wir starten sofort mit Türchen Nummer 1. Mal gerade gucken. Auch die Türchen gehen aber ganz easy auf. Innen drin ist Plastik, ist keine Pappe. Und mal gucken, ob wir die Sachen gut rausbekommen. In der 1 haben wir direkt einen Nagellack. Und der sieht eigentlich genauso aus wie den, den ich jetzt drauf habe. Das ist so ein Bariton. X-Mass steht hier drauf und genau, ein Full-Size-Produkt. Schöne Farbe. Hier sind meistens auch Lacke drin. Also ich glaube, hier kommen dann noch mehr Lacke. Das finde ich aber nicht schlimm, das weiß man vorher. So, die 2, oder also ich weiß das zumindest vorher, weil der Kalender hat jedes Jahr Lacke mit drin. In der 2 haben wir einen wunderschönen Mono-Eyeshadow drin. Der ist wirklich süß. Ich bevorzuge momentan Mono-Eyeshadows. Ich benutze die total gern. Und das ist so ein bronzefarbener. Den lasse ich aber nochmal unberührt. Ich finde den total süß. Der kommt in so einem Crystal Case. Und ja, doch, den finde ich schön. Schönes Türchen Nummer 2. So, die 3. Ihr seht schon, der Kalender geht auch sehr einfach zu öffnen. Die Sachen gehen auch relativ einfach raus. Das ist ganz schön gemacht. Hier haben wir einen Eyeshadow Brush drin. Und zwar so einen kleinen. Der ist richtig schön. Oh Mann, der gefällt mir, weil ich habe so kleine Augen und ich brauche so kleine Pinsel immer. Oh, der ist wirklich schön, der hat Glitzer im Griff unten drin und der eignet sich perfekt meiner Meinung nach für unten, für den unteren Wimpernkranz. Der ist ganz weich und flauschig und fühlt sich gut an. Finde ich ein gutes Produkt, der kommt gleich bei mir bei die Pinsel mit bei. Da freue ich mich tatsächlich drüber, weil der wirklich gut für die kleine oder für den Inner Corner ist, der auch nicht schlecht. So, die 4. In der 4 haben wir... Oh, Leute, hier ist was drin, was ich noch nicht kenne, glaube ich. Und zwar haben wir hier ein Gesichtsserum von Trend It Up. Mega cool. Das haben die bestimmt extra hier für den Kalender. Das feuchtigkeitsbewahrende Trend It Up Face Serum mit 10% Niacinamid schenkt der Haut jene Aufmerksamkeit, die sie in der Vorweihnachtszeit verdient hat. Wie schön ist das denn? 10 Milliliter. Das sieht richtig schön aus. Mensch, das finde ich gut. Die ersten 4 Türchen sind super. Ich hoffe, das bleibt so. Türchen Nummer 5. Oh Leute, ich glaube, die haben sich richtig viel Mühe dieses Jahr gegeben. Oh nee, wie schön. Auch alles in einem extra Design. X-Mass Multistick. Cheek, Lip and Eye. Und was für eine schöne Farbe. Das ist so ein Bariton. Guckt mal. Richtig schön. Oh komm, den swatchen wir mal. Benutze ich eh. Der hat so einen leichten Schimmer mit drin, so ein Glow. Also das ist jetzt für die Wangen, für die Lippen, für die Augen könnt ihr den verwenden. Super schön, cremig, fühlt sich gut an. Ich glaube ja, dass die unsere Videos schon gucken, also diejenigen, die sich darum kümmern, dass die da schon die Videos auch verfolgen und vielleicht auch unser Gemecker gehört haben. So von den letzten Jahren, also ich habe ja nicht nur ein Video gemacht, sondern auch viele andere und ich glaube, die nehmen sich das schon zu Herzen. Also hier habe ich jetzt so das Gefühl, die haben echt was verändert an dem Kalender. Ich glaube, letztes Jahr war der nicht so gut. Türchen Nummer 6, der Nikolaus. Gucken wir mal rein. Oder sind wir schon? Doch, 1, nee, doch, 5, 6. Ach nein, das ist ja auch süß. Das finde ich richtig cool. Ich will es nicht übertreiben hier und will nicht mich so sehr freuen, aber ich finde das mega. Hier ist ein Schwämmchen drin in Form von einem Tannenbaum. Ein Make-up-Schwamm. Ich weiß zwar noch nicht, wie man hier das Make-up mit auftragen soll, aber hier oben mit der Spitze oder so, ich habe keine Ahnung.
Aber das find, also ich finde es süß. Ich meine, das ist eine gute Idee irgendwie. Die haben den extra hierfür auch produzieren lassen, gell? Also das finde ich schon nicht schlecht. Ich weiß halt nur noch nicht, wie man, wie gesagt, Make-up damit aufträgt. Aber die Idee ist cool. Ist schon süß gemacht. So, Türchen Nummer 7. Habe ich übrigens noch nie gesehen, so ein Tannenbaum. In der 7 hier oben haben wir drin ein Lipstick. Auch extra in dem Design, beziehungsweise in dieser X-Mess-Reihe, das ist wie so eine Limited Edition. Und hier ist ein wunderschöner Lippenstift drin. Leute, gebt euch das mal. Das finde ich ganz, ganz toll. Also auch so ein Berry-Ton, kein Ton, den man nett tragen würde. Ein Rosenholz-Ton eher. Rosenholz, Berry so ein bisschen. Ist total cremig. Riecht nach Erdbeer. Also, die haben sich total viel Mühe gegeben damit. Mega! Am Ende ist das hier jetzt der beste Drogerie-Adventskalender von diesem Jahr mit Make-up. Ich weiß es ja noch nicht. So, die 8. Was haben wir in der 8? Ein Blur-Primer. Das ist ja auch geil. Also wirklich 8 Milliliter. Ein feuchtigkeitsspendender, zart schimmernder Face-Primer. Mache ich jetzt auch mal auf. Am Ende können wir hier einen ganzen Look mit schminken. Schimmer? Doch, der hat so ein bisschen Schimmer drin. Ich habe den jetzt mal hier drauf. Das sieht man jetzt nicht, aber der glowt schön. Ja. Der riecht nach nix. Spendet schön Feuchtigkeit. Blurring sehe ich jetzt nix. Also ich sehe jetzt erstmal nix. Lass den mal einen Moment ziehen. Dann sieht man vielleicht noch was. Aber auch cool, ne? Ein Primer. So, Türchen Nummer 9. 9 ist drin. Eine Pinzette. Neues Arbeitsmaterial für mich. Ich habe hier auch eine Pinzette von Rubis, habe ich die. Die sind eigentlich zu schade dafür. Und das hier ist eine richtig schöne, also Trended Up steht hier auch drauf. Die macht einen sehr guten Eindruck. Die sieht richtig spitz und scharf aus. Da sind so kleine Schneeflöckchen drauf. Richtig schön. Danke, 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 Trended Up. So, Türchen Nummer 10. Ich hoffe, Trended Up sieht das Video und sieht auch, wie sehr man sich über so einen Kalender freuen kann, wenn da schöne Dinge drin sind. Und nicht irgendwelche Sachen, die hatten ja eine Zeit lang Sachen drin, die so ein bisschen auslaufmodellmäßig waren. Hier ist ein Konto-Entkleid-Kajal drin in irgendeiner mega coolen Farbe, wasserfest. 039, das ist so ein silbriges. Oh mein Gott, ist das ein schöner. Guckt mal, seht ihr das? Der ist so. Also der hat ganz viele kleine Schimmerpartikel mit drin. Das ist ja wie so ein Glimmer, der da, das sieht ganz toll aus. Sieht richtig schön aus. Mega, mega toll. Und der ist auch noch waterproof. Den würde ich jetzt für die untere Wasserlinie benutzen tatsächlich. Und das sieht, glaube ich, richtig mega aus. Dann passt aber nicht so ganz zu dem Eyeshadow. Also das ist jetzt nicht so ganz passend. Aber ja, so, Türchen Nummer 11. Ja, hier ist eine Nagelfeile drin, eine Trended Up Nagelfeile mit Goldglitter auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Feile. Ja, ist aber auch brauchbar, ist aber jetzt halt ein Füllprodukt. Das ist kein so brauchbares Produkt wie die anderen, obwohl man das auch für die Handtasche oder so gut gebrauchen kann. Ja, in der 12 haben wir, ich glaube, ein Serum drin, furchtbar schlecht raus. Calcium-Milk, Aufbaukur mit Calcium und Baumwollmilch für brüchige Nägel. Okay, das ist für Nägel. Das ist auch nicht schlecht. Also wenn man seine Nägel mal so ein bisschen erholen lassen möchte, zweimal wöchentlich als Kur auftragen oder als Unterlack empfohlen. Das ist, glaube ich, so ein Produkt aus dem Standardsortiment. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Schreibt mir in die Kommentare, die 12, wie euch der Kalender bisher gefällt. Ich bin gespannt, was ihr dazu schreibt. Ich habe es vergessen vor der 12. Ja, bin ich mal gespannt. Hier haben wir in der 13 eine Lip Butter drin. Mit Vanilleduft, wie schön. Eine kleine Lip Butter. Grandios. Grandioser Inhalt bis jetzt. Ihr merkt das, ich bin begeistert. Also man merkt mir das auch, glaube ich, an. So, die 14. In der 14 haben wir kleine süße Weihnachtsnagelsticker. Also die sind auch süß. Das sind Schneeflocken und ein Tannenbaum. Das ist ganz süß gestaltet. Und ich denke, gerade so für die Vorweihnachtszeit, in der 14 kann man die ganz gut gebrauchen. Ist ein ganz süßes Produkt. Ist jetzt auch nichts Krasses, aber es ist süß. So, die 15 hier oben. Eine große Tür. Hier haben wir ein Haarband drin. Aber ein schönes Haarband. Ich meine, das ist jetzt nichts für die Leute mit kurzem Haar. Das ist klar. Das ist so ein Scrunchie. Aber wir hatten jetzt eins in einem anderen Kalender drin. So ein rotes. Und das war nicht so schön. Und das hier, das ist sehr schön und flauschig. Das hätte ich mir vielleicht so auch gekauft. So ein richtig winterliches, wolliges Scrunchie. Ich finde es schön. Das würde ich tatsächlich auch tragen.
Und ja, genau. Aber es ist halt für die Leute blöd, die keine langen Haare haben. Aber das ist ganz süß. Ja, Türchen Nummer 16. Vielleicht bin ich jetzt auch gerade geblendet. Ich weiß es nicht, weil mir der Start so schön war. In der 16 haben wir einen Mini-Lip-Liner drin. Oh, der ist auch schön. Auch in diesem Design. Der ist zwar klein, aber der hat das, also dieselbe Farbe wie der Lippenstift. Swatche ich euch mal. Und was für eine schöne Farbe. Guckt mal. So ein Rosenholzton, aber so ein kühler Ton. Der steht mir mit Sicherheit gut. Der ist ganz cremig. Nee, auch finde ich auch schön. Der ist zum Anspitzen und ja, das ist eben halt ein kleiner. Auch schön, dass das so mit den anderen Farben matcht, dass wir hier keine Sachen drin haben, die nicht zusammenpassen. Außer der Eyeshadow. So, die 17. In der 17 ist eine Handcreme drin, eine kleine. Das sind 20 Milliliter mit Vanilleduft für ein samtiges Hautgefühl. Auch ein schönes Design, ist wieder dasselbe Design wie von den anderen Produkten. Handcreme geht auch immer, passt auch so zu dem Rest mit Nagel, Lack und so weiter, passt das ganz gut. Die 18, hier unten, das ist so ein Herzform irgendwie. Was haben wir denn hier drin in der 18? Och, das ist aber auch niedlich. Das ist so ein Handwärmer oder was ist das? Nee, Augenpads, ach nee, die mache ich mal auf. Das sind Augenpads in Form von Herzen. Mit so Glitzerherzchen drin. Okay, und die legt man sich dann ins Kühlfach. Und wie lege ich die denn hier drauf? Ach, die legt man sich so drauf. Das ist witzig, Leute. Trendet ab. Das ist echt cool. Die kommen also in den Kühlschrank, nicht ins Gefrierfach. In den Kühlschrank. Wir wollen ja hier keine Erfrierungen am Auge haben. Aber das ist süß. Das hat mich jetzt zum Lachen gebracht. Ich finde das niedlich. In Tür Nummer 19 haben wir noch einen Pinsel drin. Ach, das ist auch gut. Das ist so ein kleiner Augenbrauenpinsel. Oder man kann sich damit auch einen Eyeliner ziehen. Also das ist nochmal so ein ganz kleiner. Aber der ist so schön klein. Das finde ich richtig super. Also so welche bräuchte ich eh mal allgemein. So ein ganzes Set am besten mit so Mini-Pinseln, weil meine Augen halt so klein sind. Und da kannst du viel präziser dann irgendwas mitmachen. Auch die 20. Jetzt hätte ich gerne noch mal was Dekoratives. Hier unten in der 20 haben wir was Dekoratives drin. Und zwar haben wir einen X-Mess Kajal hier drin. Und der ist, glaube ich, auch in der Limited-Farbe, die ich nicht kenne. Das ist so ein Rosé-Gold. Oh, ich habe den abgebrochen, Leute. Ich habe den einfach abgebrochen. Ach, Manu. Ich Idiot. Das ist ein Rosé. Ein Rosé Metallic ist das. Kommen wir zur 21. Wo haben wir die 21? Hier. Ein Hydro Spray. Oder was? Das ist ein kleines Refreshing-Gefällig. Der leichte Sprühnebel X-Mess Hydro Spray erfrischt und spendet gleichzeitig Feuchtigkeit. Sanfter Duft und hinterlässt keine Rückstände auf der Haut. Das ist so ein kleines Feuchtigkeits-Spray fürs Gesicht. Meine Katze macht gerade vor der Tür Theater, die Frau Maus. Das riecht gut. Riecht sehr angenehm. Hat einen sehr angenehmen Duft. So ein bisschen wie frisch geduscht, so ein bisschen. Das sind 30 Milliliter, finde ich auch gut. Wow, die 22, hier unten, ein Nagellack. Hier haben wir den Super Shine and Stay drin. Das ist so ein Rosé Metallic, auch ein super schöner Ton. Passt zu dem Rest so, sagen wir es so. Also es passt alles gut zusammen. So, die 23. 23 hat nochmal ein Eyeshadow drin. Aber der passt doch auch nicht so zu den anderen. Der passt jetzt halt... Also es ist nochmal so ein Mono-Eyeshadow, aber das ist so ein rötlicher Ton. Da sieht man halt ganz schnell mit aus, als hätte man eins draufgekriegt. Den finde ich jetzt farblich nicht so passend irgendwie. Da hätten sie irgendwie einen silbrigen Ton oder so reinmachen. Also einen kühlen und einen warm, aber das sind irgendwie beides so warme Töne. So, weiß ich nicht, irgendwie zu den Sachen, die jetzt hier... Ich weiß nicht, ob das so zusammenpasst. Oder so ein Topper wäre schön gewesen. Also die beiden Eyeshadow-Töne finde ich nicht so passend. Aber egal. So, wir sind bei der 23, wir sind schon bei der 24. Ich würde den Kalender jetzt gerne noch viel weiter auspacken, weil der mir sehr gut gefällt. So, Türchen Nummer 24. Ach nein, ich sag's gerade noch. Hier haben wir eine Palette drin. Ach, come on, ne, das ist ja richtig cool. X-Mess Multi-Use Palette. Zaubert einen feinen Schimmer auf Wangen, Augen und Körper. Verleiht einen weihnachtlichen Look. Ein Hauch von Magie. Ach, Leute, eine X-Mess Palette. Ich habe es gerade noch gesagt und hier haben sie es einfach reingepackt. Was sowas habe ich mir vorgestellt. So Töne irgendwie.
dass man die halt so ein bisschen Multi-Use verwenden kann. Sieht sehr schön aus. Ich swatche euch die auch noch. Und das ist interessant, denn dieser Roséton, der hier drin ist, der changiert so ein bisschen. Die sind sehr gut pigmentiert. Nee, also das finde ich richtig gut jetzt erstmal. Silbriger Ton, ein goldener Ton und dann noch diesen Duochrome. Also der ist so wirklich wie so ein Duochrome, so ein Rosé mit so einem Gold, Peach, der schimmert in allen Farben. Meine Lieben, jetzt mal kurz Butter bei die Fische. Das war der Trended Up Adventskalender 2024. Ich würde sagen, die haben sich um 100% gesteigert, was das Design, was dieses Auspackerlebnis angeht. Die haben innen halt Plastik. Es gibt zwei negative Punkte hier. Die haben innen Plastik, das muss ich jetzt auseinanderreißen. Das finde ich nicht so cool. Das hätten sie mit Papier machen können, Pappe. Und die beiden Eyeshadows, die meiner Meinung nach nicht so schön zu dem Rest vom Inhalt passen. Das finde ich jetzt nicht so. Aber die sind trotzdem schön. Die kann man gut gebrauchen. Ein schöner Adventskalender. Mir gefällt der richtig gut. Für knapp 30 Euro kannst du nett meckern. Hast du schöne Make-up. Also vor allen Dingen die Lippenprodukte, Wangenprodukte, Nagellack, ein Serum fürs Gesicht. Zwei wirklich gute Pinsel, glaube ich. Ein Hydro Spray, ein Eyeliner, Lip Liner, Handcreme, ein Scrunchie. Was für die Nägel. Eine Lip Butter für die Nägel. Ey, das ist ein schöner Adventskalender, wirklich. Den muss erstmal einer so gut hinkriegen. Und deshalb vielen Dank, Trended Up, für dieses schöne Auspackerlebnis. Ich empfehle euch den Kalender, weil ich finde, da ist so für jeden auch so ein bisschen was mit dabei. Ist einfach süß, der ist schön gemacht. Und mein Highlight, glaube ich, hier drin sind diese Herzen, die man in den Kühlschrank packt und sich dann auf die Augen legen kann. Fühlen sich total gut an. Und ja, nee, voll schön. Ich finde den niedlich. Also kannst halt anders sagen, ob der jetzt sein Geld wert ist, kann ich nicht sagen. Das müsst ihr für euch entscheiden. Ich rechne hier jetzt keine Preise raus oder so. Ob ihr die Sachen gebrauchen könnt, ob ihr die Sachen schön findet. Und wenn ihr die Sachen schön findet, dann ist der sein Geld wert. Wisst ihr, wie ich meine? Und ich denke, hier seid ihr auf jeden Fall meiner Meinung nach gut mit bedient. Ich würde mich jetzt verabschieden. Dankeschön, dass ihr hier wart. Schaut gerne noch bei der lieben Claudi vorbei, denn sie packt den Kalender auch aus. Und vielleicht hat sie ja eine komplett andere Meinung dazu. Ich bin gespannt, was sie dazu sagt. Ich bin auf jeden Fall überzeugt und finde den niedlich. Genau, jetzt würde ich sagen, ich verabschiede mich. Ich packe nämlich jetzt auch schon den nächsten Adventskalender aus, damit ihr gucken könnt. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi! Baby, this year is just gonna be you and me. Christmas memories.